herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Graveyard Keeper. Meine Güte, wir haben die neue Gegend hier entdeckt. Aha, da brauche ich Technologie. Und wir haben hier quasi sowas wie unser Ferienhäuschen. Was ist denn hier? Die Mine? Die Mine ist voller giftiger Gase. Wenn ich nur jemanden hätte, der nicht atmen muss. Ja. Entschuldigt, aber müssen wir da vielleicht Zombies herstellen? Wir haben nämlich schon mal irgendwo, also ich habe schon mal irgendwo so ein Zombie-Ding gesehen. So Kiste, Eisenerzlager, Steinvorrat und Steinschneider. Ist das cool, Freunde. Marmorsteinbruch bauen, okay. Bis auf ein paar billige Dinger hätten wir ja eigentlich alles dabei. Oh Mann. Wir könnten hier schon mal eine Kiste herstellen. Dann sind aber unsere Metallteile weg. Gut, pass auf. Erstmal egal. Wir wissen, wir brauchen hier jetzt eine Menge Bretter. Aufs Klo können wir nicht. Ja, ist aber blöd. Wir haben hier eine Mine. Wir haben hier ein Ferienhaus quasi. Wahnsinn. Wie sieht unser Inventar aus? Soweit gut. Ich würde gerne eventuell hier so ein Schreibending irgendwie machen oder Geschäft mit dem Glauben. Aber dazu brauchen wir blaue Punkte. Und die kriegen wir erst, wenn wir wieder geforscht haben. Müssen wir also dringend mal was Blaues erforschen. Aber zuerst erforschen wir uns hier die Gegend. Das ist ja der Hammer. Wir haben hier einen riesen Wald. Gut, kein Lehm und so, aber... Also bisher kein Lehm. Aber ein riesen Wald. Wir nehmen ein paar rote Blumen mit. Die können wir gut gebrauchen für unsere Gräber. Ey, echt abgefahren, ihr Lieben. Ja, auch Familie Frosch freut sich da sehr drüber. Wie sieht es denn mit der Karte aus? Lass mal schauen. Pass auf, oh, guck dir das mal an. Ja, das ist unser Steinbruch. Haha, unsere Hütte da oben. Gehen wir mal nach rechts zum Fluss. Was haben wir denn hier? Ja, super jetzt. Oh, schade. Aber hier. Oh, nee, was ist das? Ja, dauert ganz schön lang. Ballert ganz schön auf die Ausdauer, aber. Kohle! Braucht man nicht für irgendwas Kohle? Familie Frosch meint ja. So. Jetzt 52 Kohle. Das ist ja wohl cool. Wo? Kohle? Cool. Kohle. Hier hat man gerade ein bisschen gearbeitet. Dann machen wir das auch zu Ende. Was soll hier so ein angeschlagener Baum rumstehen? Da drüben. Guckt euch das an. Wir haben hier eine kleine Brücke. Hier könnten wir angeln rein, theoretisch. Yeah. Ich brauche eine Angel. Oh, da können wir wieder Honig sammeln. Guckt euch das an. Wie cool. Oh, jetzt hacke ich gerade Holz. Das ist doof. So. Kann ich sammeln? Ah, das sind Pilze. Mhm. Ja, jetzt fängt er wieder an. Wo ist denn der? Ah, hier. Okay. Boah, das war jetzt übel. Ganz schön viel nebenbei noch gemacht hier. Perfekt. Honig und Bienenwachs. Ja, wie cool. Alter Falter. Die neue Mine. Nochmal Bienen. Cool. Die Bäume scheinen wir auch gar nicht fällen zu können. Das ist sehr schön, weil bei meinem Können. Wo sind wir denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Wir sind da jetzt gerade drüber. Dann sind wir jetzt hier schon beim Wald, beim Fluss. Machen wir gar nicht weiter höher. Das haben wir eigentlich alles erkundet. Können wir erstmal einen Weg nach Hause nehmen? Ist das abgefahren? Wie viel Platz haben wir noch? Gar keinen. Ja, da ist nochmal Honig. Ah, ist das cool, Freunde. Ist das cool? Aha, hier sollen wir mal lesen. Wie viel Holz ich wohl aus diesem Baum bekommen könnte, wenn ich doch niemals müde würde und super stark wäre? Ich muss die Blockage im Süden wegschaffen. Also hier anscheinend, ne? Und es hat gerade gebimmelt, das heißt, ah.
guckt mal, zwei von den Latten. Mist. Okay. Jetzt sag nicht, wir müssen ganz wieder zurück. Oh ja. Oh ja, übel. Ganz schön übel. Bam, bam. Aber wenn wir hier schon mal sind, können wir erforschen, ne? Wenn wir eh den ganzen Weg wieder zurück müssen. Dann erforschen wir hier mal die untere Kante. Ich dachte, wir wären hier schon mal gewesen. Oh, nochmal Honig. Ach, Leute. Wir haben hier ohne Ende Honig. Riesenbäume haben wir auch. Das ist ja cool. Also ich feiere das im Moment. Haben wir Bären dabei? Sind Stacken die? Nein, haben wir nicht. Gut. Sand können wir im Moment auch nicht abbauen, aber dann wissen wir so ungefähr, wo wir sind. Nee, nicht. Boah. Wir wissen gar nichts. Heidenei. Was haben wir hier? Blümchen. Okay. 203 rote Punkte haben wir. Wie cool. So, hier habe ich gerade eben sowas wie eine Brücke gesehen. Also aber nur ein Angelsteak, ne? Hier ist ein Angelsteak. Ja, ja. Hier haben wir sonst immer Sand geholt. Salz hätte ich jetzt fast gesagt. Naja, gut. Es ist schon wieder spät in der Nacht. Wir haben einiges an Leben eingebüßt. Ich denke echt, bevor wir irgendwas machen, wir können die Leiche mal eben in den Keller packen oder so. Vielleicht auch schon Holz, sag ich schon, Haut und Fleisch rausholen. Wie sieht es denn hier aus? 16 im Plus, das ist schon mal richtig gut. Warte mal, wir wollten eben ein paar Blümchen hier lassen, ne? Ba, 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 ba. Nicht bauen. Die Kiste wollte ich was tun. Die Blümchen. Bäm. Sehr schön. Wir müssen dringend schauen, ob wir eine bessere Predigt hinbekommen oder sowas. Weil, wie gesagt, hier bei Technologien herstellen Flugblatt, ne, gefertigt an Tisch, bla bla. 10 bis 30 für eine erfolgreiche Zeremonie, wenn wir nochmal plus 25 Einkommen und so weiter. Normalerweise hätten wir das ja schon durch unsere Gärtnertätigkeiten da. Also, ne? Wir brauchen dringend zweimal Wein, einmal für Edin und einmal für unseren Schreiberling in der Kneipe. So, das Fleisch wollen wir entfernen. Und die Haut, dafür dürften wir eigentlich genug Energie haben. Perfekt. Entschuldigung, aber Familie Frosch ist halt auch sehr happy. Kacke, habt ihr gesehen? Ich Blödchen. Ich kleines Blödchen. Ich meine, die beiden Pilze könnte ich eigentlich essen. Dann haben wir noch Minimum Energie. Und um die wäre es nicht schade. So, zack, haben wir die Haut. Gibt es schon wieder Möhrchen? Nee, gibt es noch nicht. Gibt es noch, oder doch? Gibt es. Nur kein Inventar frei oder so, oder? Keine Ahnung. Bisschen aufräumen. Ja, hier die Holzstöckchen tun wir da mal rein. Die brauchen wir. Wir brauchen noch eine von diesen Latten, um da oben irgendwie was freizuschalten. Damit wir direkt hier runterkommen. Schon ziemlich cool. Lass mal überlegen. Blim, 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 blim. Ja, den ganzen anderen Prüll, Krempel, müssten wir eigentlich auch mal mitnehmen, ne? Oh, 6 Brote. Yeah. Morgen käme wieder Schlange. Naja. Den Glauben behalten wir mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Fledermausflügel tun wir hier rüber. Wir tun noch bis zur Predigt unsere Predigt darüber. Ja, das Papier können wir jetzt auch hier lassen. Metall hätte ich draußen besser reingetan. Und wir müssen mal wieder in die Kneipe. Honig, wie cool. Jetzt haben wir schon dreimal Honig, zweimal Milch und sogar Honigwaben. Pass auf, mit dem Blut konnten wir bisher eh noch nichts anfangen. Nehmen wir mal mit. Bäh. Die 14 Wasser nehmen wir... 50 möchte ich rüber tun, weil bis dahin stackst du. Sehr schön. Das Fleisch tun wir mal rüber. Die Haut verarbeiten wir. Das Brot behalten wir. Die Kohle behalten wir auch erstmal. Kochen.
Gebrannte Pilze? Geht nicht, wir haben keine Pilze. Nicht genug, stimmt das? Ja klar, wir haben die zwei eben gegessen, jetzt haben wir dann nur drei. Okay. Dann müssen wir hier erstmal das Fleischfilet hinschneiden. So, sogar zwei Stück. Oh, da war aber fette Leiche hier, fette Leiche. Nee, cool. Lass mal gucken. Rüber tun. Cookie, cookie. Njam, njam, njam. Zap. Macht er. Da würde ich sagen, geh mal schnell pennen. Und guck mal, was uns dann erwartet heute. Wie gesagt, eine Latte noch. Dann hätten wir den Südweg frei. Ich fühle mich so erfreut. Nee, cool. Hier können wir nichts kochen, hier können wir nichts kochen. Fehlt noch ein Ei. Da würde Käse fehlen. 60, 90, 120. Das sollte reichen. So. Hier können wir noch Brot herstellen. Machen wir. Baby, baby, baby. So, hier müssen wir noch ein bisschen arbeiten, bis das Feuerholz fertig ist. So, haben wir. Wir müssen schon wieder eine Leiche besänftigen. Tun wir hier rein. Wir können schon wieder Metall herstellen, hoffe ich mal. Aha. Wir brauchen da immer 10. Na gut, okay. Na dann. Geht auch nicht. Ah. Aber noch mehr? Nee, nee, nee. Wir müssen gleich sowieso noch ein bisschen herstellen. Und da werden wir... mal gucken. Pass auf, wir brauchen noch so eine Holzplanke. Bäm. Nee. Na komm. Aha. Tada. Dann müssen wir die Leiche noch fertig bekommen. Dann können wir direkt mal schauen, wie viel neue Gräber wir machen müssen. Ach, da kommt er schon wieder. Schon wieder einer. Holy moly. Der gibt aber Gummi. So, die autopsieren wir nochmal kurz. Wir könnten nichts hineintun. Doch, wir könnten Haut reintun. Ja, super. Wir nehmen natürlich die Leiche und bringen die erstmal zum Friedhof. So, 2 Umrandungen brauchen wir. 3 Umrandungen, 4 Umrandungen sehe ich gerade. Mit der hier wären es 5. Tja, 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 tja. So. Aber weißt du was, wir machen direkt noch eine. Wir müssen ja eh gleich nochmal ein Gräbchen machen. Machen wir ein Gräbchen. So. Erstmal buddeln wir die hier aus. Dann gehen wir hier hin buddeln. So, 1, 2, 3, 4, 5. Eieieiei, 5 auf jeden Fall. 5 Dinger, 3 Grabsteine. Ja, 2 Grabsteine reicht erstmal. 5 Rahmen, 2 Grabsteine. Ich wollte noch mal was sehen. Da unten haben wir nämlich noch Papier in der Herstellung. Den Arbeitstisch. 6 von den Planken bräuchten wir ja. Und das Glas. Also normales Glas konnten wir jetzt schon herstellen. So, noch 2-mal. Kostet nicht so viel Energie. Geht ja. Bäm. So, jetzt können wir mal gucken. Schweinsleder, bla 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 bla. Hanfseil. Könnten wir herstellen. Wir haben Hanf. Wir machen aber jetzt erstmal die Schweinslederhaut. Bäm. So. Muss reichen. Lass mal gucken. Lass mal gucken. Was haben wir denn? Grün und Rot. Hier gibt es Wissen. Rot, 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 Rot. Grün und Rot. Rot. Oh Mann, nichts, was blau ist. Das ist aber blöd. Grün. Blöd. Nichts, was uns irgendwie blau bringen würde.
Entschuldigung. Was wäre denn? Achso, hier können wir natürlich nichts mehr sehen. Dann bringen wir doch erstmal ein bisschen Kram weg. Wir könnten zum Beispiel hier das Schweinsleder, das können wir ruhig mal hier lassen. Ja, keine blauen Dinger. Kohle, 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 Kohle. Wisst ihr was, hier lassen wir erstmal hier. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Hier brauche ich noch eine Predigt. Hier ist plus 1. Und hier können wir nur entfernen drücken. Wir haben noch keine Blaupause für den Kirchenkram da. Okay. Also, wir brauchen 2 Grabsteine, weil die zweite Leiche wartet ja auch noch. Wir brauchen 4 Umrandungen mindestens. Müssen wir mal gucken, ob wir die aus Stein machen oder aus was auch immer. So. Jetzt müssen wir erstmal die nächste Leiche nehmen. Was können wir hier noch machen? Pritsche. So, das Fleisch entnehmen wir. Bam. Und die Haut. Ja, vielleicht sollten wir doch noch was entnehmen. Vielleicht bekommen wir dafür blaue Punkte. Nehmen wir zum Beispiel mal... Nee, machen wir nicht. Wir haben ja noch Knochen und sowas. Die können wir gleich mal mitnehmen. So, sieht eh so aus, als würden wir demnächst mal hier dringend so was wie Rangdeweng machen, also aufräumen. Big Räuming. Meine Herren, Familie Frosch ist heute aber auch sehr hartnäckig. Ich brauche minus 5, wie soll man das denn aufpushen? Auf das ist ein bisschen kaputt, das Holzkreuz. Können wir im Moment nicht reparieren, aber das Ding. Wir brauchen nämlich noch Holzreparaturset, wie es ausschaut. Schön. So, heute ist den ganzen Tag Schlange wieder da. Wir haben keine Energie mehr. Ich überlege gerade, pennen. Na, nach dem Möhrchen müssen wir mal gucken. Du mal lieber die Möhrchen. Du mal lieber die Möhrchen. Blub, blub, blub. Da haben wir wieder welche. Perfekt. Bam. So, Pflanzen. Zack. Können wir die doch eigentlich wieder aufnehmen, ne? Ah, immer noch zu wenig. Aber hier haben wir auch noch 3. Können wir also wieder Kompost herstellen. Perfekt. Hä? Achso, das war sowieso insgesamt nur 5. Och, ist das blöd. Okay. Dann tun wir die Möhren mit hier rein. Nee, die nehmen wir mit in die Küche, ne? Erntabfälle müssen wir leider jetzt erstmal hier, ne, unterbringen. Geht nicht anders. Haben wir hier irgendwas Neues? Ne, gut. So, wir brauchen ein paar. Ja, das wird nichts. Da müssen wir echt pennen. Und quasi nochmal die gesamte Energie dafür verbrauchen. Hui, Brot! Hui, Brot! Das Schlossgespenst. Hui, Brot, das Schlossgespenst. So. Blut haben wir unten reingetan, aber das wollen wir nachher eventuell mal untersuchen. Entschuldigung, aber es musste mal gesagt werden. So, lass mal schauen. Okay. Dann pennen wir mal eine Runde. Ratzel, ratzel. Hoffentlich träume was Gutes. Yeah. Ich fühle mich so erfrischt. Lalalalala. Ja, das kostet richtig Energie und Zeit, ne? Jetzt hat er Wasser genommen. Echt unmöglich. So. Ja, komm. Boah, das bratzelt weg hier. Meine Güte. Ach, aber jetzt schon wieder kein... Warum? Ah ja. Ach, okay. Da haben wir doch Holzreparaturwerkzeug. Also tun wir das erstmal weg, was wir eigentlich mit zur Reparatur nehmen wollten.
machen wir dann später. Außerdem können wir hier noch schnell noch so einen rohen Aufschnitt machen. Bäm. So, wir brauchen dringend was zu essen. Denn wir müssen noch arbeiten. Wir müssen noch viel arbeiten. So. Spiegelei möchte ich im Moment gar nicht machen. Da haben wir noch Zap. So. Baby, ba 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 ba. Zup. Jetzt dürften wir drei von diesen Umrandungen haben. Na, da brauchen wir demnächst nochmal was. Ja, hier müssen wir auch so ein Bäumchen pflanzen oder so. Wäre cool. Dann hätten wir Äpfel, wisst ihr? Weil ich glaube, die anderen Äpfel können wir einfach irgendwie nicht ernten. Bla bla. So. Du hier bekommst erstmal eine Umrandung. Boah, minus 5. Na gut, minus 3. Dich können wir witzigerweise nicht reparieren. Ja, erfordert, ne? Wisst ihr? So, mit, vielleicht nur wegen dem Zaun, das könnte sein. Sehr schön, der ist auf 0. Hier kommt jetzt eine schöne Umrandung hin. Bäm. So, eine haben wir noch. Die tun wir hier hin. Ach, haben wir schon. Ah, okay. Hä? Ach so, der war im falschen Grab. So, haben wir das auch. Bäm. Entschuldigung. Die hätten wir jetzt schon auf ganz schöne Punkte gebracht. 17. Es ist nur einfach blöd. Es ist nur einfach blöd, dass wir hier echt Nullergräber haben, obwohl wir da schon Grabsteine und haben. Naja. Aber nochmal. Anfall, ja gut. Zum Untersuchen auswählen. Da, blau, nicht beendet. Das kann man machen. Hoffentlich. Ja! Bam. Haut studiert. Kann zerfallen in nix. Ja! 22 Punkte. Puha! Okay. Jetzt Konzentration. Also als leichten Frillederer, da wollen wir jetzt nicht mehr weitermachen. Da haben wir eh Probleme mit dem blauen Pünktchen. Gut. Ich würde super gerne hier das Geschäft mit dem Glauben anfangen. Dann haben wir aber nur noch 17 Punkte. Wäre aber schon mal ziemlich cool. Dann könnten wir diese Flugblätter herstellen und so weiter. Eventuell sogar schreiben. Wisst ihr? Hier wollte ich nochmal schauen. Insekten. Oder halt Weinlese wäre auch eine ziemlich geile Geschichte. Genauso wie Dünger herstellen. 20, meine Herren. Weinerzeugung würde auch nochmal viel kosten. Also machen wir erstmal keine Weinlese und höchstwahrscheinlich auch keine Insekten. Schauen wir mal eben beim Schmieden. Da hätten wir ein fortgeschrittenes Schmieden und da hätten wir Stahlbarren. Das wäre schon mal gar nicht so übel. Hier könnten wir noch predigen über... Ich frage mich, wie man die herstellt. Herstellen, Rachegebet für erforderliche Zeremonie benötigt, Ware, Worte, Effekt, bla bla. Nur wo stelle ich die her? An Tisch, Tisch 2. Das ist bestimmt dieser Kirchentisch. Mal gucken, wir haben eh nichts mehr. Der würde Dings und Dings geben, okay. Dieser Kirchentisch, wisst ihr? Kirchentisch. Kirchentisch. So rum. Kirchentisch. So. Holzfäller könnte man natürlich auch nehmen. Damit hätten wir dann so ein bisschen mehr Action. Aber brauchen wir nicht. Denner lernen wir eh so. Okay, passt auf. Wir nehmen auf jeden Fall schon mal Preis des Glaubens oder Geschäft des Glaubens. Zack. So, gefertigt an Tisch. Tisch 2. Druckerpresse. Bla 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 bla.
Wie gesagt, hier brauchen wir Kreissäge. Hier können wir, ja, der Arbeitstisch. Ich glaube, wir brauchen den Arbeitstisch. Weil der Kirchenarbeitstisch, den haben wir hier hingestellt. Und hier haben wir den Studiertisch. Okay, was haben wir hier noch drin? Kohle. Was hat Tommy aus der Blut rein? Habe ich bisher noch keine Verwertung für gehabt. Ja, leider haben wir die Blaupausen für die Bänke noch nicht. Das ist blöd. Grabstätte, steinerne Urnenhalle, Blumenbeet. Wir könnten noch Blumenbeete herstellen, haben aber höchstwahrscheinlich gar keinen Platz dafür. So. Wir könnten noch Grabsteine gebrauchen, habe ich so den Eindruck. Eins. Ist der hier kaputt? Könnte das sein? Nö. Alles gut. Hier noch eine Umrandung. Eine Umrandung. Drei Grabsteine. Das dauert ja wieder bis Anno Pief. Reparieren wir das erstmal. Sehr schön. Was können wir denn hier machen? Eigentlich nur eine neue Grabumrandung irgendwie. Wir haben noch einige Urkunden, die wir verkaufen könnten, damit wir Kohle reinkriegen. Drei Grabsteine, eine Umrundung oder eine Abzäunung, wie auch immer. Ja, Platz für einen Apfelbaum, Bärenstrauch. Mann. Kiste. Amboss. Haben wir alles schon hier. Jo. Hier passt eigentlich auch nichts mehr rein. Oh, lecker, lecker. Dann würde ich glatt sagen, wir machen eine kleine Puffrunde. Ja, die müsste jetzt gleich reichen, die Puffrunde. Machen wir schon wieder die Nacht durch, wisst ihr? So. Wir brauchen Materialien. Also gehen wir mal in den näher gelegenen Wald. Okay, und hier können wir jetzt auch rüber. Ja, cool. So, ein bisschen hacken. Perfekt. Den können wir noch nicht abbauen, ne? Hier können wir nur aufräumen. Ah. Ja gut, aber wir brauchen Material. Das geht so nicht. Und ich glaube, wir können ja mittlerweile auch Stahl schmelzen irgendwie. Ach, guck mal hier, da ist der Verbreitungstyp wieder. Der kriegt dann demnächst seine Flugblätter und seinen Dingsbums da. Wir müssen... Ich weiß nicht, wo wir unsere komischen Dinger herbekommen. Also unsere Glasgefäße. Noch konnten wir die ja nirgends herstellen. So, noch ein bisschen Ausschau nach Steinen halten. Stein ist ein Stück Lebenskraft oder so. Ein bisschen anderen Stuff. Da unten gibt es Fledermäuse. Den wollen wir nicht unbedingt begegnen, aber wenn es nicht anders geht, dann müssen wir halt auch mal ein bisschen auf die Kacke hauen, ne? Ich frage mich, ob der gerade wieder gespawnt ist, der Stein, oder? Wie viele Steine haben wir? 6. Ist nicht gerade viel. Traue ich mich mal gegen so eine Fledermaus? Ich meine, das kostet echt Energie, ne? Okay, ist gar nichts mehr los. Na dann. Boah, wir haben jetzt so viele neue Möglichkeiten. Da müssen wir echt mal eine Runde drüber pennen, quasi. Ja, und Familie Frosch meint das auch. Trotzdem, an Familie Frosch, wir sollten heute noch
wenn möglich, ein paar Grabsteine herstellen und die Gräber noch ein bisschen schöner machen. Vielleicht lernen wir dadurch ja auch wieder was. Kann ja alles möglich sein. So, was hatte ich gesagt? Vier hiervon eigentlich, ne? Nee, das waren... Na, komm, machen wir mal 3 Grabsteine. Wenn unsere Energie reicht. Ah, oh, kommt ihr mir schon wieder mit Wasser? Entschuldigung. 1, 2, dann dürfte es weitergehen. Wow, 1, gerade mal noch. Ja, eine Umrandung brauchen wir, glaube ich, noch, ne? Jetzt komme ich nicht wieder mit Wasser. Wollte gerade sagen. 1, gut. Ist blöd, das zu verbrauchen, weil dann hat man ja nachher nichts mehr, wenn wir es wirklich brauchen. Aber, naja, unser Friedhof muss vorangehen. Die Möhrchen kommen auch bald wieder. Alter Falter. Und wir haben quasi hinten einen Marmor. Dingensbummens. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. So, hier pappen wir jetzt erstmal Grabstein hin. Ja, haut hin. Perfekt. Jetzt ist das noch -1. Warum? Sehr seltsam. So, hier möchte ich jetzt auch noch einen Grabstein haben. Und das sind gerade so. Bam. So, der ist wenigstens auf 1. Yeah. Dann würde ich sagen, mit der letzten Energie gucken wir uns nochmal hier die gesamten Dinge an. Also irgendwas stimmt ja nicht. Wir müssen doch irgendwo diese Glasgefäße, Glasbläserei und so weiter machen können. Außerdem hätten wir hier noch irgendeine Pirsche. Keine Leiche. Der heißt aber auch Obduktionstisch. Und hier wäre Vorbereitungsplatz. 1248. Wäre eventuell eine Möglichkeit, den auch noch hier hinzustopfen. 12 von den Latten, dann 4 von den Dingens und 8 bla bla bla. Ich glaube, bis auf die Latten haben wir alles, ne, oder? Hm, guck mal, wir haben ja noch einen Grabstein und bla bla, okay. 8. Hiervon brauchen wir eigentlich 12. Nee, ich weiß es nicht mehr. 12, 4, 8 irgendwie war das. Hiervon brauchen wir noch ein paar Latten. 12, das hieß, wir bräuchten jetzt noch 9, ne? Gehen wir mal eine kleine Runde pennen. Das muss in dieser Folge noch sein. So sieht's nämlich aus, Kinder. Haben wir eigentlich irgendwas zum Kochen oder so? Nein. Gut, zack. Grabsteine hätte ich auch da lassen können, ne? Nein, brauchen wir nicht hier, brauchen wir hier. Balken. 6 Stück, 12. Bam, mach. Yeah. Habe ich mich auch gar nicht so vertan mit der Energie, ne? Was können wir denn hier lassen? Das Metall können wir hier lassen. Den Rest nehmen wir mit. So. Wäre natürlich blöd, wenn die jetzt ganz anders... Aber egal, komm, wir gucken noch. Also das Rezept ist damit nicht jetzt... wusste ich es doch. Warum habe ich... Ach, das sind erweiterte, ne? Komplexe Eisenstücke, 4 Stück. Das wird jetzt noch ein Späßchen. Die nachfolgenden Let's Plays verschieben sich ein wenig. Die machen wir da oben am Amboss, ne? Aha. Ja. Nein. Hier. Bam. Oh, das wird knapp. Oh, 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 oh. Okay. Zack. Weil wir müssen ja auch noch den Tisch unten fertigstellen, ne? Ba, ba, ba. Ah, die Mucke ist cool. Erinnert mich zwar immer wieder an Stardew Valley, aber immerhin. So, Vorbereitungsplatz. Den tun wir... Wo tun wir den hin? Hier hin? Nee. Tun wir den hier unten hin, hier oben hin? Ja, komm, tun wir den hier hin. Hier ist so viel Platz, hier ist eigentlich noch gar nichts. Zack. Können wir den noch herstellen?
Ja, das haut hin. Cool. Ja, es ist aber auch nur ein leerer Obduktionstisch. Ja, super. Egal. So. Meine Herren, da haben wir ja wieder einiges aufgedröselt. Wir können mal schauen, dass wir hier jetzt noch unseren Grabstein und die Umrandung loswerden, weil da ist noch ein nicht umrandetes Grab, sogar drei Stück, wenn ich da das richtig sehe. Dann bekommt erstmal der hier eine Umrandung. Oh, oh, oh. Die Energie. So, sehr schön. Sind wir schon auf 24. Die ist soweit. Können wir die nicht entfernen? Ach doch, klar, hier. Oh, oh. Das wird wieder knapp. So, jetzt haben wir zwar so eine Holzmarkierung. Dann wappen wir dem da den Grabstein hin, den schönen. Wenn das hinhaut. Yeah! Und dann haben wir schon plus eins, obwohl wir nichts anderes mehr gemacht haben. Geil. Dann wissen wir jetzt auch so ungefähr, wie wir die ja, minus geprägten Gräber ein bisschen besser kriegen. Wir bauen die mehr oder weniger ab. Und setzen denen ein neues Zeichen. Cool. Alles klar. Dann ab in die Koje, ihr Lieben. Haben wir wieder einen sehr erfolgreichen Tag hinter uns gebracht. Ach, mittlerweile können wir drei Leichen. Ah. Ja gut, wenn die uns da nicht wegschimmeln. So, noch kleine Aufräumungsarbeiten. Zap, zap. Zap, zap. Das lassen wir mal in der Tasche. Wir brauchen bald mal wieder Steinreparaturwerkzeug, ne? Und irgendeinen Kram hierfür. Ja, wir können das Wasser hier noch mit reintun. Die Blümchen. So. Dann hier rein das Papier. Da haben wir echt schon viel Papier. Dann gehen wir pennen. Und bis später.